Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Letzte Folge haben wir hier die Bank gestürmt, was vorher offenbar auch ein paar andere Typen versucht haben, denn, ja, die Infizierten hier waren überwiegend Bankräuber. Wir haben sie gerade so zurückgeschlagen, aber ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich, oder beziehungsweise eher geduldiger. Ich gucke mich nochmal ganz kurz um, dass ich hier nichts vergesse, aber hier scheint überwiegend doch nichts drin zu sein. Ist halt schade, dass du das Geld nicht benutzen kannst. Oh boy. Ich frage mich aber, die Überlebenden haben dann also wirklich überhaupt keine Ökonomie oder dergleichen jetzt zur Zeit, also zumindest noch nicht. Geht wahrscheinlich alles jetzt eher noch so ein bisschen urtümlich zu. Es wird alles geteilt und eher Tauschhandel betrieben, beziehungsweise geht wahrscheinlich so ein... Ah! Sind hier wieder Gegner? Also es ist ein Klicker. Nehmen wir den Stein. Zurück, Dina. Einer noch, ne? Zwei. Waren's. Ja, es sieht so aus, sind zwei, die da hinten ist. Die letzte. Ich warte jetzt mal. Theoretisch gesehen dürfte es nicht allzu schwer werden, weil... Ich habe ja den Stein. Ja, und adios. Okay, ich kriege ein bisschen Tuch. Kann ich was machen? Ich könnte mir jetzt ein Medikit machen. Brauche ich das oder eher das? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf Nummer sicher und hole mir was zu heilen. Für den Fall der Fälle. Hier ist jetzt definitiv nichts mehr, ne? Nee. Gut. Dann gucken wir hier nochmal ganz kurz. Es ist halt, momentan haben wir echt noch wenig Munition. Da muss man definitiv auf jeden Schuss achten, also jeden Schuss auf die Goldwaage legen. Und im Zweifelsfall halt ausweichen und nah kämpfen, aber ich weiß immer noch nicht so genau, ob es hier vielleicht eine Ausdauer gibt, also... Ihr erinnert euch vielleicht noch letzte Folge, da hatte ich so eine Phase, wo ich von so einem Klicker verfolgt wurde. Und der hat nach mir geschlagen und ich habe wirklich die ganze Zeit ausgewichen. Also wirklich die ganze Zeit. Ich habe nur den L1-Button gemasht. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also der hat mich nicht gekriegt die ganze Zeit und Dina hat ihn dann irgendwann niedergeballert gehabt. Also da schien es zumindest so... Hey, das ist noch wie früher wäre. Was würdest du von ihm als... Als könnte ich das unendlich lange machen. Aber du kannst jetzt deine Farm haben. Okay. Was würdest du? Gut, ansonsten. Ein Raumschiff. Oh, ach ja. Machen wir weiter. Dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer.
Das war echt Wahnsinn. Okay, suchen wir das Benzin. Na, nee. Wir werden Stück für Stück alles aufdecken. Also hier ist das Benzin bestimmt drin, in diesem Kuppelgebäude. Aber eigentlich möchte ich gerne erstmal woanders hin. Und buchstäblich erstmal alles andere durchsuchen. Also hier waren wir jetzt, ne? Das ist Kuppel. Nee, wir sind jetzt hier drin, oder? Sekunde mal, ich check gerade nicht, wie die Karte funktioniert. Also wir sind jetzt hier und das ist dieses umgestürzte Gebäude, ne? Das große braune Quadrat. Wenn wir jetzt hier weitergehen, weiß natürlich auch nicht, ob jedes Gebäude überhaupt zugänglich ist. Ah, ein Panzer. Oh, seht ihr mal den Panzer an. Oh, man kann da rein. Und da liegen Leichen. Seht ihr die? Ja, definitiv tot. Roger, ich möchte nochmal auf unseren Streit gestern zurückkommen. Ich verstehe deine Bedenken und deine Zurückhaltung. Aber hör zu, wir haben die Fedra bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unserem Kampf angeschlossen. Und wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davonschleichen wollen. Das gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seine Schergen den letzten Schlag zu versetzen. Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen, du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Fragen stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst, Isaac. Irgendwie traurig. Tja, der wird leider nichts mehr. Ehrlich gesagt wäre es voll... Oh, nice, Schrotflintengeschosse. Ein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. Uff. So will ich nicht abtreten. Das ist irgendwie die Standardantwort heutzutage von jungen Menschen. Auf schlimme Dinge. Uff. Donk. Fast wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Bin mir nicht so sicher, ob man das so einfach sagen kann. Letzten Endes haben die ja nichts Schlimmes getan, weil sie, wie soll ich denn sagen, weil sie es geil fanden, Leute umzubringen oder so. Beide Seiten haben halt felsenfest daran geglaubt, auf der richtigen Seite zu stehen und haben so gesehen für ihre Idee gekämpft. Letzten Endes machen das alle so. Okay, also das ist das Kuppelgebäude. Gut, dann gehen wir von mir aus hier rein, wenn wir jetzt einmal hier sind. Stationsausgabezentrum in Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Ich wünschte, man könnte hier noch auf der Karte irgendwie mit so einem Cursor. Also wir waren unten bei dem Fragezeichen. Dann ist da... Okay, da ist der Panzer gewesen. Dann sind wir quasi hoch und jetzt vor dem Gebäude. Also ich habe schon gesehen, wo es reingeht. Ich will bloß mal hier so ein bisschen drumherum reiten. Schauen, ob hier hinten drin vielleicht eventuell noch was ist. Nee, war nichts. Oder, Warum genau? Okay, kann man nicht zwangen. Sorry, aber das, der Gullideckel, der sah so prominent aus. Also, prominent im Sinne von nicht hier Hollywood-Star und so, sondern der sah halt irgendwie so hervorgehoben aus, als ob man da irgendwie rein könnte. Hier geht's garantiert nicht mehr rein. Können Sie ja gerne mal versuchen, aber sieht nicht so aus. Nee. Hier war eine offene Tür. Diese Buntglasfenster an. Diese
sind ziemlich selten. Okay. Entweder das oder hier um die Ecke. Wo Leute? Nee. Hier könnten wir weiter. Oder nee, brauchen wir wieder hier. Kommst du da durch? Okay. Okay, das ist gut, dass das geht. Ja. Shit, Infizierte. Pass auf. Wenn du im hohen Gras entdecken dich Gegner nicht so leicht, okay? Das war doch jetzt die Entdeckungsmusik, oder? Da hätte mich doch fast gehabt. Kann ich von hier aus Leute auch angreifen? Kann ich. Lina, kannst du den holen? Nice, die macht's. Noch mehr? Da ist noch einer. Nee. Meine Taschen, damit kann ich auch mal ausmachen. Schnell und leise. Ja, war doch gut. Ist aber eine wichtige Erkenntnis, dass man halt auch aus dem Liegen heraus Leute angreifen kann. Hat das aber jetzt irgendwas gebracht? Ja, hier kannst du hoch. Aber will ich da überhaupt hoch? Vier Stück. Ich weiß nicht, ob das jetzt dumm ist, direkt von vorne zu kommen. Natürlich auch einfach warten jetzt, bis einer hier rumkommt. Wer kommt jetzt wieder hierher? Nice! Komm hier drüber! Komm her! Nice. Jetzt wieder sicher weg. Nein! Schade, das wäre jetzt wieder der Moment gewesen. Okay, es sind zwei Klicker doch. Aber die haben gar nicht geklickt. Es wäre doch besser gewesen, wenn ich wieder mich weggeduckt hätte. Komm her. Jetzt hier hinter die Dinger. Komisch, jetzt hat's geklappt. Okay, das heißt, dieses Mal sind es nur noch drei. Das war weird. Wenn die mich eh nicht sehen können.
Alter, die stehen halt, wie die halt rumstehen. Die bewegen sich halt null. Ganz langsam und ganz ruhig. Noch? Ist übrigens nicht so schlimm für mich, wenn ich hier sterbe. Das Wichtigste bei sowas ist immer, dass es nicht in Trial and Error ausartet. Also du musst immer irgendwo... immer an das Dark Souls-Prinzip denken, weißt du? Du brauchst immer einen Anhaltspunkt durch das Spiel kommunizieren. Wie jetzt voll? Oh. Die nicht noch irgendwie so ein Tuch da reinbringen könnte. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert, oder? Vielleicht sind sie nicht bis hierher gekommen. Ach, vielleicht. Suchen wir das Benzin. Kann man aber was machen. Ich mache mir diesmal mach ich mir einen Molotow. Jetzt kann ich das mitnehmen, oder? Ja, was ich sagen wollte, also es muss halt irgendwie immer so ein bisschen klar sein, ah ja, okay, gut, ich hätte mal lieber das und das machen sollen. Dann ist Sterben auch nicht so schlimm. Schlimm ist es bloß, wenn du halt nach meinetwegen, auch nach dem 10. Tod immer noch denkst, ey, Spiel, was willst du von mir? Aber hätten die halt auch wirklich komplett umgehen können. Aber wenn man kann, sollte man das, denke ich, machen. Alleine schon wegen der möglichen Ressourcen, die dabei haben könnten. Richtig gut wäre natürlich, wenn sie Kugeln hätten. Bin ich denn auf der Orgel oder was? Nee, es ist ein Gerichtsgebäude, oder? Ich glaube ja. Aber ein altes noch. Nee, oder so eine Art Kongresshalle. Da unten sehe ich doch, ist das ein Kanister? Das ist bestimmt das Benzin. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Oh, was ganz anderes. Ah, tut mir leid. Oh, ja, ja, das wäre vielleicht ein kleines, kleiner Hinweis gewesen. Woher weißt du das? Zum einen... da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Ah ja? Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Okay, interessant. Dinas Jüdin. Also, das war jetzt nicht sonderlich wichtig für das Spiel, aber sein Hintergrund schadet ja nie. Ja, ich suche ja gerade mal schon so ungefähr nach Fluchtrouten, weil ich habe so ein dummes Gefühl, wenn wir das Benzin aufsammeln, geht hier irgendwas los. Das ist mir alles viel zu weiträumig dafür, dass hier keine einzige Sau ist. Okay. Hier komme ich schon mal nicht rüber. Was? Ansehen. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Okay, gut, dann müssen wir das Ganze doch wohl hier rüber.
schieben. Okay, und von hier aus kommst du sowieso rüber. Okay. War's mal. Erst leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Nimmt sie den... Okay, sie nimmt den Kanister mit. Klug. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt irgendwie irgendwas aufgebrochen kommt und plötzlich kommen hier Typen reingeschwärmt. Aber interessant gemacht, dass man jetzt plötzlich... Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson... Ich glaube, wir können das Ding hierher schieben. Und dann noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Ja, kannst du ja machen. Ich meine... Ich bin zwar nicht religiös... Eigentlich wäre so eine Katastrophe wie die hier ist für mich eigentlich oder wäre für mich eigentlich nur ein noch viel größerer Beweis dafür, dass es eigentlich keine übernatürlichen Mächte in dieser Welt gibt. Das ist letzten Endes, es ist ein Pilz. Was so viel heißt wie die wahre Macht in dieser Welt ist letzten Endes die Natur. Oha. Eine Tora. Was ist das? Das ist die Tora. Wie was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Tja, wir müssen es leider hier lassen. Ist leider kein Rollenspiel, wir haben leider kein bodenloses Inventar hier. Private Miller, wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Ich würd gerne mal wissen, wie das hier ausgebrochen ist. Ja. Nee, die Karte hätte ich gerne. Was hat sie jetzt eingetragen? Ah, da oben, okay. Bei dem Restaurant. Könnte also ein Versteck sein. Ich weiß nicht, ob es nur um mir so geht, aber ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, dass ich hier kaum vorankomme. Weil ich hier halt wirklich nur ein paar Gebäude durchsuche und zwei, drei Typen erledige. Okay. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Warte. Das hält. Also R1 zum Schwingen. Okay, noch einmal. Ui, ja. Da ist nichts dabei. Boah. Komm schon, Dina. Gut. In dieser Welt würde allerdings jemand wie ich, glaube ich, überhaupt nicht überleben, weil ich bin ansatzweise sportlich genug. Aber ich kann gut schießen. Ist vielleicht auch ein Vorteil. 5774. Wo? Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Hm. Lieutenant Torres, vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann.
Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen. Beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen. Lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass sie unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Siva Saunders. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Ja. Ja, mir gefällt das. Das hat alles so eine gewisse Schwermut inne. Oh lol. Ist das eine Motte? Sekunde. Ich kann nicht schlafen. Ich sehe ihn andauernd vor mir, seinen Kopf. Dina scheint krank zu sein. Ich glaube, sie hat sich erkältet. Es ist beruhigend, wenn sie neben mir liegt. Ich möchte ihr gerne eine Freude machen. Yakima, wir haben wieder einen Lagerplatz an der Autobahn entdeckt. Vielleicht war das nicht Tommy, aber wir haben seit 2 Wochen keine anderen Leute gesehen. Also Daumen drücken. Wenn ich an Joel durchgestrichen, wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. Ist sie allein gestorben? War ihr Gott bei ihr? War er am Ende bei dir? Was? Was war er bei Joel? Habe ich es für Joel schlimmer gemacht, weil ich da war? Oder war ich nur anwesend? Mehr als ich bei ihm war. Ich glaube, das soll ein bisschen andeuten. Kann das sein, dass das Durchgestrichene, dass sie, ich weiß es nicht. Also sie verschreibt sich vielleicht öfters mal und... ich weiß nicht. Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz. Ich will den Glauben vom Schmerz. Ich will den Glauben durch Schmerz. Oh Mann. Ich hoffe mal, das wird keine von diesen Geschichten, wo eine Person sich einfach so sehr an ihren Gedanken an Rache klammert, dass alles andere unwichtig wird und dass sie dann am Ende einfach zu viel von sich selbst aufgibt. Das heißt ja oft, dass, oder du hast es ja oft, dass Leute, die dann praktisch die Erfüllung ihrer Rache bekommen, okay, und die vorher an nichts anderes denken konnten, dass die dann so, ich sag mal, so eine gewisse Leere in sich spüren, weil die halt einfach, die Rache wird so komplett zum Lebenssinn und dem Moment, wenn die dann erfüllt ist, hast du halt gar nichts mehr. Und dann fällst du wie in so ein ganz tiefes Loch und weißt gar nicht mehr, wohin damit. Ich kann Ellie halt schon verstehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir halt auch noch... eine Schockbombe. Mehrere Gegner betäuben. Und dann kannst du sie halt direkt mit dem Messer erledigen. Alter, krass, die ist bestimmt wertvoll. Also im Sinne von bloß nicht unbedacht einsetzen. Nice. Treffer. Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Okay. Oh, jetzt habe ich... Okay. Jetzt habe ich einen Revolver. Können wir machen, wenn wir da gerade mehr Kugeln haben.
Obwohl ich ehrlich gesagt gerne darauf verzichten würde, Kugeln zu benutzen. Ja, wie gesagt. Es ist alles sehr ruhig und man könnte das jetzt, ich kann verstehen, wenn einige Leute das vielleicht für eine, ja, wie soll ich denn sagen, dass man halt so sagt, das Spiel hat halt so seine Längen, weil halt gerade nichts passiert. Aber wie gesagt, ich mag irgendwie die Atmosphäre, gerade das steigert für mich die Immersion. Die Tatsache, dass halt wirklich, dass du in einer komplett leeren Welt bist und dass sie das in jeder Hinsicht durchziehen auch und dass eben nicht zu einem Ballerfest wird oder so, bringt mir halt so ein bisschen näher, wie diese Welt tatsächlich funktioniert. Das ist halt einfach so in der Postapokalypse. Orte, die vorher mit Menschen übergelaufen sind, sind eben wirklich jetzt plötzlich einfach komplett verlassen. Schön, dass wir ein Zuhause haben, oder? Was war hier los? Sieht aus wie ein Hinterhalt. Sieh dir die Einschusslöcher an der Seite vom Truck an. Ja? Sieht nach unseren WLF-Freunden aus. Hier ist auch... Das bringt einen zum Nachdenken. Die Soldaten haben nur ihren Job gemacht und dann... Boom. Das gehört wohl zum Job. Oh. Ja, Blut. Oh, weia. Ja, aber apropos verlassen, ich werde euch jetzt auch verlassen, denn die Zeit ist mal wieder reif. Hoffe, euch macht's ein kleines bisschen Spaß. Mir auf jeden Fall. Ich finde zumindest gerade die Begegnungen mit den Klickern sind schön spannend. Die Munitionsknappheit zwingt einen definitiv dazu, leise vorzugehen. Ich hoffe mal, dass man vielleicht später auch die Möglichkeit irgendwie bekommt, so einen Klickerangriff zu überleben. Ich glaube, dass dafür waren zumindest im ersten Teil diese Scheren gut. Also du konntest so eine Klinge basteln und wenn dich ein Klicker gegriffen hat, konntest du dich noch einmal retten, indem du dem so ein Ding dann da reingerammt hast. Das lese ich mal noch kurz. Ich habe schon wieder das Gericht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Da waren wir schon. Da hätten wir dann hier einen Hinweis bekommen. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um da alleine reinzugehen. Gut, wir waren da zu zweit drin. Kann jetzt auch nichts sagen. Oh Mann, rest in peace. Okay, Freunde. Nächste Folge gucke ich mir das Feuerwehrauto näher an, ob da noch was ist. Und dann durchsuchen wir hier weiter die Umgebung. Bis dahin, haut rein!